Das ist der Ural. Westlich davon, Kleinigkeit Europa. Hier wäre Deutschland. Da Moskau. Hier die Wolga. Hier etwa das Kaspische Meer. Aber das alles interessiert nicht mehr. Versuch's damit. Den Irrtisch haben wir hinter uns. Er fließt zusammen mit dem Ob. Hier stehen wir im Augenblick. Wann sind wir der manchurischen Grenze am nächsten? In 4 Wochen. Red vernünftig, Kerl. Ich rechne nur nach dem Tempo, in dem wir bis jetzt gefahren sind. Diese Stadt hier sollte dir wenigstens ein Begriff sein. Novosibirsk. Was für eine Schule hast du eigentlich besucht, Foran? Kann man mit so viel Unwissenheit Oberleutnant werden? Wer hat bei euch bloß Geografieunterricht gegeben? Wir sind mit Russland nur bis zum Ural gekommen. Höchste Zeit, das Versäumte nachzuholen. Gelegenheit dazu wird uns sicher noch reichlich geboten werden. Gar nichts wird uns geboten. Geschlossener Waggon, der nur alle paar Tage mal geöffnet wird. Und später, wenn man uns in die frische Luft setzt, dann wird es sehr frische Luft sein. Aber bitte? Was willst du sehen? Wenn möglich die Grenze zur Mongolei von der anderen Seite. Abhauen? Ja. Du weißt, wie Sibirien aussieht. So wenig wie du. Ich habe zwar 11 Jahre in Leipzig im Kartografischen Institut gearbeitet, aber wer hat 1939 bei uns schon gewusst, wie Russland in Wirklichkeit aussieht? Wo ist Kateschniew? Unwichtig. Bis du da erst hinkommst, hat dir Gott längst die Dummheit verziehen, dass du mal an Flucht gedacht hast. Los! Also bitte. Hier, der Jenissei. Merkt ihr lange, alles fließt, geht und deutet nach Norden. Ich weiß zwar nicht, welche Reiseroute Interist vorgesehen hat für unsere Fahrt ins Weiße, aber ich könnte mir denken, dass der Wittim interessant werden könnte. Dann, die Kleinigkeit weiter nordostwärts, kommt immer die Birne weg. Olekma. Kleinigkeit ist hier alles, was unter 1000 Kilometern liegt. Nicht ganz ohne Reiz scheint der Aldan zu sein. Unser Kartenblatt reicht wohl nicht aus, dann haben. Den Rest müssen wir sowieso in die Waggondecke zeichnen, es geht ja nach Norden. Aber das ist für dich nicht mehr von Bedeutung. Denn du wirst hier südlich des Baikalsees. Oder im Jablonoi-Gebirge Eis ausnehmen. Übrigens keine sehr große Strecke, wenn das hier die Grenze wäre. Mit dem Grenzposten zeigst du einfach deine Papiere vor. Du hast doch welche. Und sind solche Grenzen denn bewacht? Hast du in Russland schon mal einen Stadtausgang, eine Kolchose, einen Ferkelstall oder ein Krautfeld gesehen, das nicht bewacht gewesen wäre? Wachturm, Panzer, Hunde, Scheinwerfer und sehr lebhaft arbeitende Kleinwaffen. Das Überschreiten der Grenze ist eine Frage der Intelligenz. Sollte übrigens, was anzunehmen ist, die Intelligenz nichts nützen, so ist es in derlei Gegenden weder üblich noch notwendig, ein Grab zu schaufeln. Es soll bis fast in den Mai hinein auf Schwierigkeiten und hartgefrorene Erde stoßen. Danke. Bitte. Aber es muss ja nicht gerade das Simpelste passieren. Der schlimmere und kompliziertere Fall wäre, dass du tatsächlich über die Grenze kommst. 2 kalte Kartoffeln in der Tasche, die dem Transportzug
von der Verpflegung abgezweigt hast. Und dann musst du gut einteilen. Die Wüste Gobi nämlich ist so groß, dass wir beim Zeichnen unserer Landkarte auch noch den Fußboden in Anspruch nehmen müssen. Im Übrigen bist du nie jenseits der Grenze, selbst wenn du sie überschritten hast. Wir werden dir die Hälfte deiner Kartoffelration entziehen, Forell, wenn du dich noch kräftig genug fühlst zu einem Fluchtversuch. Du bist dir doch darüber klar, was uns allen hinterher passiert. Mensch, du! Lass bloß die Finger von solchen Sachen. Bist du vielleicht einer von denen, die es immer wieder probieren? Aufhören, bitte. Wenn du gerade dran bist, Anhorn, wo ist eigentlich dieses Stück aus Sibirien, zu dem sie uns in der Lubjanka im Massenurteil verknackst haben? Das Ostkap. Das Denisei. Es müsste da hinten irgendwo sein. Das lässt sich jetzt nicht zeichnen, Leute. Man muss ja auch berücksichtigen, dass die Erde die Form einer Kugel hat. Der Platz reicht nicht. Noch weiter nach Osten? Auch das und noch weiter nach Norden. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's in diesem Land wirklich etwas, was es nicht gibt? Du tust, als ob du schon mal dort gewesen wärst. Es wäre besser für mich, wenn ich nicht so viel wüsste. Mein Arm ist zu kurz, um das zu zeigen. Forell, komm, du bist der Größte. Da, nimm den Span. Habt nur Geduld, ihr kommt alle hin, solange der Vorrat reicht. Komm, geh mal mit. Hey! Die wollen uns ja gar nicht mehr ans Ende bringen. Behaltet eure Kartoski! Schweinerei! Haltet euer Zeug! Reckt mir bloß halten nicht! Halten Sie Ihre Kartoffeln! Wir möchten den Transportoffizier sprechen! So geht das nicht mehr! Wir verhungern! Gut. Was diese Kräuter wollen? Nun, Schwartibär, was willst du? Für den ganzen Transport ein menschenwürdiges Essen. Aha. Du revoltierst. Revolution, Pademaisch. Nein, ich spreche für die Leute, die verhungern. Konspiration? Wer Familie? Wie heißt du? Hauptmann Leibrecht. Slusche Leibrecht. In 10 Sekunden ist der Wagen abgeschlossen. Ohne dich. Dann gehörst du zu denen. Das ist ihr Recht, Leutnant. Ihre Pflicht aber wäre es gewesen, von dem in Samara bis an die Decke vollgeladenen Waggon Verpflegung täglich Essen auszugeben an den Transport.
und nicht auf den Stationen billige, halb verfaulte Kartoffeln zu geben, dass die Leute massenweise an Hunger und Schwäche sterben. Was sagst du? Der Waggon hinter der Lokomotive war es. Erst jetzt... Einsteigen. Leibrecht! Leibrecht! Habt ihr gehört? Leibrecht! Mensch, ist für uns den Leibrecht! Jetzt 2 Monate. Was? 24. Oktober sind wir abgefahren. Stimmt. Darf die Rechnung mit dem Kalender nicht völlig einbüßen. Deswegen habe ich jeden Tag angemerkt. 8 Tage also fahren noch in den Oktober. 30 macht der November. Den Rest könnt ihr selber mitzählen. Ah, drum also? Gar nichts drum. Die Russen wissen es gar nicht. Zufall, dass es halt Machorka gegeben hat. Das ist auf der Fahrt so üblich. Ob nun einer am 10. Juli doch hier kurz kommt oder am 24. Dezember. Nix, heiliger Christ. Sondern Sankt Irkutsk. Wir werden seiner gedenken, nachdem zufällig der Weihnachtsabend unseres Jahres 45 mit diesem freundlichen heiligen Tag zusammenfällt. Im Herbst 1945 ist der Transport von Tomsk hierher ausgelaufen. In Leibrechts Waggon allein sind auf der letzten Wegstrecke vor Irkutsk 36 Männer an Typhus gestorben. Die Weiterfahrt am Heiligen Abend 1945 treten noch 53 Gefangene an. Anfang Januar 1946 wird in Chita der Transport geteilt. Die eine Hälfte der insgesamt 1950 Überlebenden bleibt vorerst zurück, die andere wird auf Pferdeschlitten umgeladen. Der Zählappell auf dem Verladeplatz weist nicht auf, wie viele auf der Strecke geblieben sind, denn die Ausgangszahl hat niemand in Erinnerung. Rechnet man aber nach der Sterblichkeit zurück auf die ursprüngliche Stärke des Transports, so sind es anfänglich weit über 3000 Mann gewesen. Thank you.
Gott, ist das schön, dass die Hölle so schön sein kann. Die Türme, die Kirchen. Kirchen scheinen es dir besonders angetan zu haben. Bist du mal fromm gewesen? Oder wieder auf dem Weg, fromm zu werden? Ich bin im Schatten von Kirchtürmen aufgewachsen. Kennst du Ettal? Durchgefahren. Das ist eine Kirche. Ich weiß heute nicht mehr, ob sie wirklich so großartig und schön ist, wie sie mir als Kind erschien. Aber ich möchte mal wieder in dem Rundbau unter der Kuppel stehen. Und für glückliche Heimkehr danken. Der Raum hat keine Akustik. Und man ist allein, wo man auch steht. Und anstatt eines vollen Tones kommt immer nur ein Wispern, ein Bruch von Wort und Musik an den Menschen. Mensch, Forell, nach den Monaten im geschlossenen Waggon erträgst du die kalte Luft nicht mehr. Ich kenne das, mein Lieber. Genauso hat es mit Emmisberger angefangen. Der hat von Äpfeln auf dem Schlafzimmerschrank geträumt. Dann ist er tagelang mit Dannhorn zusammengesteckt und hat sich auch erklären lassen, wie weit die manchurische Grenze an der knappsten Stelle von der Bahn entfernt gewesen wäre. Er ist die Sorgen und die Flucht los und darf nun ewig Äpfel vom Schlafzimmerschrank essen. Ach, lass ihn. So einer kommt im Ernstfall keine 50 Kilometer weit. Du meinst, du kämst weiter? Ich weiß, dass es keinen Sinn hat. Es hat aber auch keinen Sinn, mich mit Emmisbergers Tod abschrecken zu wollen. Ich habe ihn selber hinausgetragen und in den Schnee gelegt. Gut, dass du mich daran erinnert hast. На первый сани 20 человек, на второй сани 20 человек, на третий сани 20 человек, на четвертый сани 20 человек, на пятый сани 20 человек, на шестой сани 20 человек, на седьмой сани 20 человек, на восьмой сани 20 человек. Bis Chita hatten sich die Transportbegleiter nie die Mühe gemacht, die übrig gebliebenen zu zählen. Nur die Toten wurden von den Listen abgesetzt. Jetzt ist das anders. Mit einem Male ist jeder Gefangene wichtig. Die Konvoisoldaten sind Menschentreiber von Beruf. Sie bringen an Ort und Stelle, was zu begleiten ist, und sie haben die Erfahrung und das Recht, in jedem Fall zu tun, was verhindert, dass ein Mann unterwegs liegen bleibt. War für den Transport bisher offensichtlich die Parole gegeben, sterben zu lassen, was für Sibirien untauglich sei, so wird nun das Bestreben fühlbar, jeden Mann zu erhalten, keinem das Fliehen oder das Sterben zu erlauben und jeden Menschen als Kostbarkeit zu pflegen, der sich als Auslese bis hierher bewacht hat. Schlaf doch. Ich möchte schlafen. Aber ich kann nicht. Angst? Überhaupt nur Angst. Was gibt es? Mensch, bist du noch jung? In einem Monat 18. Ach. Ich heiße Matern. Alfons Matern. Du heißt Forell. Völlig wurscht, wie man heißt oder wie man mal geheißen hat. Bleib doch endlich ruhig liegen, Mensch. Zieh nicht immer die Zeltwand hoch. Brauchst bei deiner Länge sowieso mehr Platz als anständige Menschen. Kein Hunger möchte ich haben, Danhorn. Da sind mir 25 Jahre Sibirien beinahe noch lieber. Ich möchte schlafen. Mal für ein paar Stunden aus unserem herrlichen Schicksal aussteigen, wenn Herr Oberleutnant gestatten. Behalt deinen Oberleutnant. Versuch jetzt zu schlafen, Kleiner. Es wird nichts herausbezahlt, wenn ich dir lebte Träume. Morgen früh ist alles wieder wie heute. Aber niemand kann es dir verwehren, wenn du heute Nacht daheim warst.
wird zum Wecken wieder rechtzeitig zurück sein. Das Zurückkehren in die Kaserne war immer scheißlich. Warum sollte das Zurückkehren nach Sibirien anders sein? Wie bist du eigentlich mit diesem Alter in die Uniform geraten? 6 Jahre Gymnasium. Flakhelfer. Durch einen Splitter verwundet, plötzlich Soldat. 9 Tage später gefahren. Schweinerei. Wie meinst du das? Kinder in Uniform zu stecken. Und der Hunger. Dann habe ich Kartoffeln gestohlen. Es waren ostpreußische Felder, auf denen ich gestohlen habe. Das genügt bei denen unbesehen für 25 Jahre Zwangsarbeit. Ruhe! Halt endlich das Maul! Потише! Спите! Geschlagen worden? Bei den Vernehmungen? Der Prokurist ist nicht hart oder unfreundlich gewesen. Er wollte nur wissen, ob dich dein Feldwebel Dechant, Heinz Dechant, uns zugeführt hat. Ich kenne keinen Feldwebel Heinz Dechant, habe ich gesagt. Aber dann, als mich der Prokurator immer wieder fragte und auch von den Kartoffeln wieder anfing, habe ich mich darauf besonnen, dass ich ihn vielleicht doch kannte. Obwohl ich mich überhaupt nicht erinnere, dass er je einmal uns zugeführt hat. Ich wollte nicht über den Ural. Ich wollte heim. Sie hatten es mir versprochen. Was ist aus dem Feldwebel Dechant geworden, denn du denunziert hast? Er muss mit dabei sein. Bei der Urteilsverlesung ist er mit aufgerufen worden, ohne dass ich ihn sehen konnte. Ich weiß doch nichts von ihm oder über ihn. Ich habe nur Ja gesagt. Wenn er auf dem Weg bis Chita nicht erfroren ist, muss er mit auf einem der Schlitten in einem der Zelte sein. Hat sich für dich nicht gelohnt, Matern. Was? Sie waren logisch und konsequent. Was der Zugführer Heinz Dechant getan hat, das hat auch sein Zug getan. 25 Jahre auch für mich. Dabei weiß ich nicht einmal, wo je uns zugeführt hat. Aber ein guter Mensch ist oder ein Schinder, ich weiß es nicht. Der Zugführer ist auf jeden Fall. Er lässt den Mann aus seinem Zug nicht zurück. Er nimmt ihn mit nach Sibirien. Wenn je etwas gerecht war in diesem Land, dann mein Urteil. Ich will nicht heim, bevor nicht meine 25 Jahre um sind. Man redet kein Blech. Die sind nie um. 18 und 25 macht 43. Mit 43 hat man noch viel Leben vor sich. Ach, hier ist es alles anders. Du stirbst oder wenn du Glück hast und das Leben überstehst, wirst du bezahlter Arbeiter, wo du bisher Strafgefangener warst. Aber heimkommen, nie. Mit 25 Jahren ist sogar ein Mord gesühnt. Psst. Was du getan hast, das läuft ja wohl auch auf Mord hinaus. Ich war 17,5 Jahre alt und ich hatte Angst. Es waren nur Kartoffeln, die ich gestohlen habe, weil ich Hunger hatte. Von da an hatte ich nur noch Angst. Angst. Und ich war daheim. Zu meiner Schwester. Heim. Nach 40 Tagen Fahrt durch Sibirien ist kein Weg mehr für Pferde und die großen Schlitten. Der Transport wird auf Hundeschlitten umgeladen. Aber die Hunde haben genug zu ziehen an den Zelten, der Verpflegung und den Fußkranken. Alle anderen dürfen sich höchstens bei einer Fahrt bergab auf die Schlitten setzen. Wer vorne in der Kolonne ist, hat es am schwersten, denn er muss im tiefen Schnee erst die Spur treten helfen. Wer weiter zurück ist, hat unaufhörlich die Peitsche im Nacken.
Die Hunde bestimmen die Geschwindigkeit. Und ein Hund läuft dreimal so schnell wie ein Mensch. Aber die Peitschen der Konvoisoldaten halten den Zug zusammen, wenn Müdigkeit und Erschöpfung die Reihe immer mehr auseinanderreißen. Das Ziel der Hundeschlittenfahrt ist gar kein Ziel, sondern nur Ausgangspunkt für einen noch längeren Fußmarsch. Aus der sterbensmüden Kolonne sinken von Woche zu Woche immer mehr Männer weg. Am Ende mit aller Kraft. Am Ende auch mit dem Willen, noch weiter zu leben. Weiter Berghänge hinaufzutraben. Weiter in den nassen Nächten zu frieren. Monate vergehen, sickern im Schmelzwasser des Frühjahrs weg. Dann kommt der Sommer. Und nach 2 Monaten beginnen die Männer, soweit sie noch leben, auf ein Ende zu hoffen. Im 3. Monat haben sie aufgehört, an ein Ziel zu glauben. Wer den 4. Monat der Totenwanderung überlebt, sieht im ersten Schneetreiben eines neuen Winters Rauch über Dächern aufsteigen. Und unter den Dächern braun-graue Holzwände mit Fenstern darin, aus denen zur vollkommenen Täuschung, als ob dies Ruheplatz und Heimat wären, gelbe Lichter blinken. Das ist die Station am Ostkap, die man suchen gegangen ist. Mensch! Mensch, Baracken! Du, Forellbaracken! Die müssen solide gebaut sein, wenn sie dem Wetter hier standhalten. Ist dir klar, was das bedeutet? Wir sind da! Ach, was heißt das schon? Wir sind da! Wir haben's geschafft! Mensch, Leibrecht, brennt dir wegen ein paar Baracken die Sicherungen durch? Baracken! Mensch, wir sind da! Nehmt doch Rücksicht! Kinder, wir haben's geschafft! Na, Gott sei Dank! Построиться! По порядку номеров! Посчитайся! По порядку номеров! Рассчитайся! Hier brauchen wir nicht erfrieren. Kohle, ganze Berge. Sogar am Ende der Welt wird mit Kohle geheizt. 17. 18. Bis wir an das Dach kommen, sind wir von lauter Abziehen und wieder Abziehen alle erfroren. Wie Kost scheint auch nicht schlecht zu sein. Ein Bratschein, Sanitätsgehilfe, bei dem lasse ich mich umgehend einschreiben. Ich hab gedacht, du wolltest spätestens nach 8 Tagen abhauen, Forell. Eine warme Krankenstube scheint dir lieber zu sein. Erstmal im Revier rausfüttern lassen. Ja, glaubst du denn immer noch daran? Sie teilen schon in Gruppen auf. Seht zu, dass wir beisammen bleiben können. 16. Höchste Zeit, dass wir in die Baracken kommen. Verrückt geworden. Da drüben stehen die schönsten Baracken und die führen uns an einen Stollenstock finster und muffig. Dabei! Здесь вы будете жить и спать. Располагайте.
Здесь будете жить и спать. Насчет столов, стульев придется подождать. Зато нам на работу близко. Питьевая вода в караульном помещении. Бочку достанешь. Ну, давай, располагайся. Habt ihr ein Wort davon verstanden? Das ist doch nicht schwer zu verstehen. Die Russen haben ein ungeheures Geschick in der Vereinfachung aller Dinge. Der Stollen, durch den wir gekommen sind, ist ein Transportstollen. Die kleine Kaverne hier mit dem Tisch und dem Hocker davor ist für den Wachtposten bestimmt. Und die Kaverne hier? Das ist ja heller Wahnsinn. Ein schamlos vernünftiges System sogar. Da hört ja alles Menschliche auf. Aber einfach ist das System. Billiger und sicherer hausen die Gefangenen nirgends als gleich in dem Berg, in dem sie arbeiten müssen. Nein, nein, nein! Kein Hocker, keine Bank, nicht mal Stroh, um sich draufzulegen. Stroh am Polarkreis, Optimist. Ich haue ab, sobald sich eine Gelegenheit ergibt. Optimist, habe ich gesagt. Die Geografie dieses Berges ist verdammt einfach. Die Stollen hier führen vor Ort, der Stollen dort führt ins Freie durch die Kaverne des Wachtpostens hindurch. Versuch's. Und sag's vorher jedem. Möglichst laut, damit sein Ivan in die Ohren bekommt, der zufällig ein paar Brocken Deutsch versteht. Scheiße! Genau das. Aber haben wir uns nicht vorgenommen, so etwas nur in den Fällen äußerster Not zu sagen? Alfons! Martin! Komm mal mit, das Gelände erkunden. Bitte nicht gleich die größten Dummheiten am ersten Tag. Ich habe Bauchschmerzen! Das kann mir nicht einmal der Posten verwehren! Komm! Was für die nächsten 25 Jahre unser Aufenthalt sein soll? Es haben schon andere vor uns hier gelebt. Sträflinge offenbar. Wer sonst hätte die Stollen vorgetrieben und die Kavernen ausgehauen? Ich habe vom Bergbau keine Ahnung. Aber was hier gefördert wird, ist Bleiglanz. Wahrscheinlich auch Zink. Seht euch das Gestein unserer Wohnung an. Im Blei leben. Arbeiten, essen, schlafen. Nach drei Tagen liegt Forel krank, ernstlich krank, in der Lazarettbaracke. Blutruhe, sagt Forel. Typhus, sagt der Bratsch, und gibt, was er an Tabletten eben hat. Er kann nichts dafür, dass er gegen die je ausbrechende Seuche machtlos ist. Идите сюда. Там мертвый. Вы идите сюда. Здесь мертвый. Wochen vergehen. Ohne Arzt, ohne Medikamente gehen die einen schnell zugrunde, damit wieder Platz wird in den überfüllten Baracken für neu hinzukommende Kranke. Die anderen überwinden langsam die Seuche. Mag sein, dass Forel das richtige Mittel gefunden hat. In der vierten Stube liegt einer. Forel heißt er. Der kratzt die Kohle vom Anheizholz und
Ist sie. Der hat sich damit wieder gesund gemacht. Man müsste es auch einmal probieren. Auf der Stube 6 rüstet einer am Ofen alles Brot. Der schafft sich Proviant für unterwegs. Der will abhauen. 3 Stuben weiter, da liegt einer. Der singt jede Nacht Heimatlieder. Wahnsinnig. Man wird so. Es gibt keinen Stacheldraht ums Lager. Man könnte fliehen, wenn man draußen leben könnte. Brot müsste man rösten. Viel Brot. So wie der in Stube 6. Gerüchte sickern durch die Barackenwände. Von einer Stube zur anderen verbreiten sie Erfahrungen und Neuigkeiten. Meistens bedeuten sie nicht viel. Aber durch sie erfährt Forel, dass 2 Stuben weiter ein Feldwebel liegt, der Brot trocknet, um Vorrat für seine Flucht zu haben. Wer von euch ist eigentlich der Brotröster? Der im letzten Bett. Aha. Wieso weißt du davon? Das sollte mich nicht wundern, wenn es die Russen nicht auch schon wüssten. Ihr redet so viel, Leute. Man muss darüber reden. Und ganz laut sagen, dass man bei Gelegenheit abhauen will. Da nimmt niemand es ernst. Natürlich werde ich abhauen. Verlasst euch drauf. Forel. Dechant. Na, was hast du denn? Ist dir übel? Clemens Forel. Seid ihr ein Offizier förmlich? Heinz Dechant ist mein Name. Ich hab's nur bis zum Feldwebel gebracht. Ich war Oberländer, das ist egal. Eben. Bist du noch krank? Naja, mach sie allmählich. Du willst abhauen? Ist dir das über die Knochen gefahren? Natürlich. In welchem Stollen bist du untergebracht? Ah, Nummern haben diese Bleisäge nicht. Und du willst abhauen? Du etwa auch? Ich sehe keine Möglichkeit. Hier aus dem Lazarett muss man abhauen. Drinnen im Berg ist es schlecht. Ich lieg jetzt schon wochenlang hier und sehe mir die Dinge an. Bis ich alles weiß, muss ich natürlich für Fieber sorgen, sonst muss ich fort aus diesem Paradies, bevor ich den nötigen Brotvorrat habe. Brot, Brot. Man müsste vor allem in der Geografie dieser Landschaft Bescheid wissen. Bei uns im Stollen ist einer. Der zeichnet eine ganze Karte von Sibirien aus dem Kopf. Hat in Leipzig in dieser Branche gearbeitet. Ich weiß. Bis 39. Und 39 hat man in Leipzig von der Sowjetunion ungefähr so viel gewusst, wie 29 vielleicht hochaktuell gewesen ist. Wir mit unserer deutschen Einfalt. Schau dir mal den Kohlenhaufen dort an. Na und? Woher kommen mitten im Eis ein paar hundert Tonnen Kohlen? Bestimmt nicht mit Hundeschlitten. Es fragt sich, bauen die Russen hier auf der Tschuktschen Halbinsel selbst Kohlen ab? Oder schaffen sie den Vorrat mit Schiffen heran? Im ersten Falle müssen Menschen in der Nähe sein. Was für Menschen sind es? Russen? Gefangene? Wer bewacht sie? Mhm. Du denkst das alles viel gründlicher durch als ich, Dechant. Mann? Wenn überhaupt etwas zu machen ist, dann nur im Winter. Wie lange gedenkst du noch krank zu bleiben? Der Fratsch ist dumm genug, dass ich noch einen Monat herauswirtschaften kann. In einem Monat habe ich auch die Menge Brot beisammen. Du solltest auch Kohle essen. Wer lacht? Dabei gibt es wirklich nichts anderes, was helfen kann. In einem Lager ohne vernünftige Medikamente. Du musst ja gesund werden, wenn wir überhaupt nur daran denken wollen, heimzukommen. Ich muss heim. Ich auch. Weshalb schon? Liebe? Mhm. Katrin. Meine Frau. Nimm's nicht übel, lange. Also, du hast eine Katrin. Und du nimmst sie auch mit dir, wenn du wieder in den Berg zurückgehst. Bei dir schläft eine Katrin, wenn die anderen schnarchen. Und diese Fäulnis von Menschen die Kasematten anfüllt. Und auf die Felsdecke über dir kommen, so dunkel sie sein mag, die dünnen Halbbögen des Mondes in den Nächten. So eine Katrin vermag das alles? Hm.
Es ist ja ein wunderschönes Elend, so eine Katrin zu haben. Ich beneide dich, Forell. Du bist der Erste, mit dem ich überhaupt davon gesprochen habe. Das ist gar nicht so. Mit der Tapferkeit im rauen Kriege. Dass ich schon zweimal die Flucht gewagt habe, das hat mir den Ruf eingebracht, als sei ich ein Raufbold im Namen des Vaterlands. Dass es Katrin gibt, brauchen diese Narren ja nicht zu wissen. Ich bin Ingenieur. Eine Frau habe ich auch einmal gehabt, richtig, aber längst ohne Bedeutung. Und doch muss ich heim. Wo etwa in unserer Heimat kommt der Name Matern vor? Ist das ein Ortsname? Wenn einer Jennigkeit heißt, muss er aus Ostpreußen sein. Habersetzer kann einer nur heißen, wenn er aus Bayern stammt. Wo heißen die Leute Matern? Oh, den Namen gibt's überall. In Bayern weiß ich mindestens drei Leute, die... Suchst du einen bestimmten Menschen mit diesem Namen? Ich werde ihn sogar finden. So schwer kann das nicht sein. Jeden Menschen gibt's nur einmal. Wenn du den Vornamen weißt, das Alter. Alfons. Alfons Matern. Ich weiß nicht den Beruf, nicht das Alter, gar nichts. Aber dass ich ihn finden werde, das weiß ich so sicher, wie ich Heinz dich handheiße und dir abhauen werde, weil ich heimkommen diesen Herrn Matern finden muss und finden werde. Das ist ein Narr. Ein guter Kerl sonst, zum Lachen aufgelegt. Was hat er bloß, dass er mir davonlaufen will? Na Gott, wenn einer unschuldig hier ist... Sind wir alle. Ein Transport ist angekommen. Schlitten voll Reisig. Gibt Betten für die Kavernen. Stroh gibt's ja hier keins. Ein Arzt ist mit dem Transport gekommen. Und Kisten mit Medikamenten. Deutsche und amerikanische. Ein deutscher Arzt? Gefangener. Ein Verurteilter. Er kommt aus Tomsk. Er soll einen Fluchtversuch gemacht haben. Er ist Chirurg. Er soll ein ausgezeichneter Mann sein. Morgen untersucht er uns. Krankheit? Ruhe. Behandlung? Wie üblich. Ja, dabei sehen Sie erträglich aus. Ich habe auch die Kuh mit Holzkohle versucht. Besser als nichts. Wie heißen Sie? Forell. Oberleutnant Clemens Forell. Nicht sehr häufig der Name, aber muss mir schon untergekommen sein. Entschuldigen Sie, ich bin Dr. Stauffer. Im Dämmer der Fieberschleier wird den Kranken bewusst, dass es am Ostkap auch eine Frau gibt, die hier etwa die Funktion einer Krankenschwester erfüllt. Sie kommandiert, sorgt für Sauberkeit, verlangt Ruhe und hat plötzlich einen Namen, Spinnwebe, das einzige deutsche Wort, das sie kennt. Wie dieses Wort ans Ostkap gekommen ist, wird niemand hier erfahren. Aber es ist gefürchtet, wie Spinnwebe selbst, wenn sie den Finger angeekelt vor sich ausstreckt, um zu tadeln. Immerhin scheint des Spinnwebes Verdienst zu sein, wenn sich mit der soldatischen Fingerprobe allmählich eine gewisse Reinlichkeit in der Baracke breit macht. Spinnweb. Stritis. Spinnweb. Ну чего еще не хватает? Что вам нужно? Пилюли получили? Опять в комнате грязно. Spinnweb. Tja,
Sie sind nicht nur wieder gesund, sondern ausgesprochen kräftig. Ich weiß. Tja. Leider. Dann muss ich also zurück in den Bleiberg. Es gäbe noch einen Weg, Forel, Sie über 6 oder 8 Wochen wegzuretten. Ich mache alles. Ja, meinetwegen alles. Nur keinen Fluchtversuch, ja? Also passen Sie auf. Die Kommandantur hat 2 gesunde, vollgenesene, kräftige Männer angefordert, es sind Decken zu holen, Deckenmedikamente. Ich habe keine Ahnung, wo hier so etwas gelagert wird. Also kann es ein Weg von 1000 oder 1500 Kilometern werden. Wenn unsere Herren 2 Gefangene dafür anfordern, wird es bestimmt keine Vergnügungsfahrt. Jedenfalls besser als 6 Wochen Bleiberg. Also gut. Auf Ihr Risiko, Forel. Es wären also Clemens Forel und Lothar Eisemann. Sie sind... 28. Ja, 28. Eisemann ist 26. Etwas einfältiger, aber gutartiger Bursche. Man wird Sie warm einkleiden. Hey, keine Naivitäten, Forel. Ich weiß, dass Sie sehr viel mit der Chan zusammenstecken. Was der vielleicht zu Wege brächte, das bringen Sie noch lange nicht fertig. Nach 100 Metern hat man Sie wieder. Und Sie kommen noch nicht einmal 100 Meter weiter. Wird man Ihnen als Fahrer einen Wachsoldaten mitgeben, dem die Maschinenpistole losgeht? Noch ehe ihr den Gedanken an Flucht auch nur zu Ende gedacht habt. Wann soll denn das schon sein? 3 Wochen lang dauert die Fahrt mit dem Hundeschlitten in die Stadt am Meer. Und auf dem Rückweg versucht Forel die Flucht. Aber nach 11 Tagen haben sie ihn wieder. Aus Sibirien flieht man nicht, sagt der Politoffizier, als Forel zurück ins Lager gebracht wird. Paddy! Pass auf! Не сюда. Снимай фуфайку. Снимай фуфайку там скорей. Почему ты побегу сделал? И быстро отправляйся в этот проход. Давай. Давай заходи. Быстрее проходи. Быстрее. Пошел! Reg dich nicht auf, Dunhorn. Es war ein Versehen. Aber so schlägt man eben nicht zu. Auch wenn einer durchgebrannt ist. Wie könnt ihr nur so dumm sein? Könnt ihr nur so dumm sein?
Ratschach, komm mal her. Geht nicht, muss arbeiten. Wir müssen mit dem leeren Korb gleich wieder drinnen sein. Wie geht es dir? Wie es eben einem geht, der von seinen Kameraden zusammengehauen worden ist. Feine Kameraden seid ihr. Ist ja alles nicht so, wie du meinst. Mit einem Drahtseil hast du auf mich eingeschlagen. Ein kräftiges Drahtseil. Mir tut's jetzt leid. Wieso jetzt? Wie vorher? Jetzt haben wir ja wieder zu fressen, seitdem wir dich durch die Kasse gejagt haben. Ihr seid ja noch gemeiner, als ich dachte. Nur ums Fressen seid ihr solche Schweine geworden. Von dem Tag an, an dem sie dich wieder hatten, sind wir auf Suppe allein gesetzt worden, bei gleicher Arbeit. Du wirst die Arbeit schon noch kennenlernen und darfst selber versuchen, ob man sie bei einem Löffel Suppe am Tag tun kann. Weißt du, Forell, einmal am Tag dünne Suppe und fünfmal am Tag zu hören bekommen, dass wir nur deswegen auf Halberation gesetzt worden sind, weil du abgehauen bist. Genauer gesagt, nicht weil du abgehauen bist, sondern weil du wieder gefasst worden bist. Wo haltet ihr bloß das Zeug zum Schlagen her? Außer Steinen liegt doch hier nichts rum. Du hast dich bisher schön gedrückt, Forell. Recht hast du gedacht. Typhus oder nicht, oben ist es besser. Du kennst das hier unten noch nicht. Alle 10 oder 14 Tage einmal Sonntag. Und Sonntag heißt, eine Stunde hinausgehen dürfen. Kalt draußen, nicht schön. Verlangt denn gar nicht so häufig, da hinaufzukommen. Seit du wieder geschnappt worden bist, haben sie uns nur noch Suppe gegeben und den Ausflug ins Freie alle paar Tage abgehalten. Und da haben auf einmal die Sachen zum Zuschlagen nur so herumgelegen. Man hat euch die Dinger in die Hand gedrückt. Und den freundlichen Rat beigegeben, ihr sollt mich zusammenhauen. Die Russen haben nichts getan und nichts gesagt. Das Gerede vom Spießrutenlaufen ist unter unseren Leuten aufgekommen. Hunger, weißt du? Und mit dem Bauch voll Hunger alle paar Tage auch noch ins Freie geführt werden. Ich hab dich nie schlagen wollen, Forell. Wirklich. Aber... Du Schwein. Jetzt, wo wir wieder ordentlich zu essen bekommen, begreife ich mich selber nicht mehr. Wenn nicht alle waren solche Idioten wie ich. Danhorn zum Beispiel. Der mag dich nicht, hat er gesagt. Aber das andere, hat er gesagt, mag er erst recht nicht. Und Leibricht. Leibricht sagt, du, wir wären Schweine. Recht hat er. Und du hast auch recht, aber... Verschwind jetzt. In 3 Tagen bist du auch mit dabei. Gehst früh um 5 Uhr vor Ort und haust Gestein aus den Felsstollen. Und vergiss, dass wir dich geschlagen haben. Und vergiss noch vieles andere. Hau ab. Also nicht das Weglaufen, sondern das Wiedergefangenwerden ist das große Verbrechen. Jahreszeit nennt man, wenn ich mich nicht sehr täusche, bei uns zu Hause Frühling. Willi, was haben wir für Datum? 2. oder 3. April. Müsste wärmer sein. Anfang April? Und welches Jahr? Naja, 47, was denn sonst? Aber wir haben doch längst 48. Aber nie. Wir sind doch erst 7 Monate hier. Okay, das ist doch unmöglich. Forell, was schreiben wir für ein Jahr? '47, glaube ich. Mir auch völlig wurscht. Wie lange muss man eigentlich hier draußen rumstehen? Halbe Stunde, 10 Minuten, wie die Posten halt Lust haben. Prima Urlaubswetter, was? Das ist ja im Berg noch schöner. Was gibt's denn da so Interessantes zu sehen? Die Beringstraße. Konnte sie den ganzen Winter über nicht sehen, vor lauter Schneetreiben und Eisnebel. Mensch, da drüben liegt Alaska. Alaska? Ist doch nicht Alaska. Was die Herren hier sehen, ist wahrscheinlich eine der Diomedes-Inseln. Dahinter allerdings, da fängt das amerikanische Hoheitsgebiet an. Es sind ungefähr 90 Kilometer bis zum Festland. Aber das Wasser ist ziemlich geringfügig temperiert.
falls der Herr mal wieder... Mensch! Da müsste man doch auf so einen Dampfer kommen können. Auf einen Dampfer schon, aber wozu? Ach, wozu? Hast du nicht gehört? Drüben im anderen Stollen. Da ist einer. Er hat's versucht. Er war in Alaska. Er hat's geschafft. Na und? Amerikaner haben ihn ausgeliefert. Was? Ausgeliefert? Bundesgenosse bleibt Bundesgenosse. Da schau her. Ganz erstarrt. Schnee einreiben, mit Leibrecht. Langsam werden auch einem so vernünftigen Mann wie Leibrecht die Schrauben locker. Was will denn der mit der ganzen Zeltplane voll Schnee? Na endlich. Ich hab die Welt da draußen vor dem Bleiloch besser in Erinnerung gehabt. Wenn du etwas Schnee willst, Forell? Du, mit Schnee waschen. Du? Hm? Nee, ich möchte lieber nicht. Ja, ich möchte auch lieber nicht. Hast du schon begriffen, wo wir sind? Hm? Weißt du eigentlich, mit was wir hier umgehen? Jemals was von der Bleivergiftung gehört? Eines Tages werden wir sie alle in den Knochen haben. Aber es muss ja nicht schon jetzt sein. Das ist ein Steckenpferd, Bleivergiftung. Ja, wenn die Sache so furchtbar ist, dann... Ich habe mal einen Buchdrucker gekannt, der musste deswegen seinen Beruf aufgeben. Ja, wir aber leben im Blei, schlafen im Blei, essen darin. Wartet nur mal, bis der helle Bleisaum am Zahnfleisch auftritt und die Zähne locker werden. Und das ist dann Bleivergiftung? 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 Bleivergiftung! 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 Я вчера уже сказал, что человек очень больной. Как тоже придут и врач? Врач сам болен. Позже будет время, придет доктор Штауфер. Der Врач ist selbst krank. Доктор Штауфер wird kommen, nach Alfons zu sehen, aber erst später. Wenn er nur noch so lange durchhält. Was ist los? Los, komm. Wo ist der Kranke? Mein Gott, so etwas Junges habt ihr hier? Leider. Lungenentzündung. Sag dem Posten, er soll 4 Mann bereitstellen zum Abtransport. Ja, nicht jetzt, nachher. Umdrehen. Ihr habt doch, soviel ich weiß, einen Kartenzeichner hier im Stuhl. Der sich wohl nicht zu viel zutraut? Wenn auf ein einziges Blatt Papier 1,5 Erdteile aufzeichnet? Bloß aus dem Gedächtnis? Vielleicht könnte dieser Kartenzeichner mal krank werden. Ich weiß, dass ich spätestens morgen früh ans Messer geliefert bin.
wenn du eben auch nur ein einziges Wort verstanden hast. Aber unsere Sprache ist der Gottlob schwierig. Verstanden? Lazarett? Ja. Lazarett. Danke, ist in Ordnung. Den Rest machen die Russen. Доктор Штауфер сказал, что этого человека отправят в лазарет. Хорошо, отправляйте его. Du war außer dir noch wach? Hegelin. Traust du dem? Nein. Aha. Er ist nicht eigentlich ein Schuft. Er doch ziemlich viel nach der Balalaika tänzelt. Immer noch in der idiotischen Hoffnung, früher als die anderen heimgeschickt zu werden. Wenn er merkt, dass auch für ihn kein Zug geht, wird er sich mit der Zeit anders besinnen. Vorsicht scheint immerhin notwendig zu sein. Denk gelegentlich an die Karte. Papier gibt's nur im Lazarett. Alfons Matern bleibt zwei Wochen lang dem Tod näher als dem Leben. Spinnwebe hält ihm die Krankenwache. Nacht für Nacht. Sie nennt ihn Aljoscha. Нет. Spinnwebe, die nie lächelt. Spinnwebe, die des Mitempfindens für diese deutschen Verbrecher gar nicht fähig ist. Spinnwebe liebt den Knaben Aljoscha Matern und mag den klugen, selbstsicheren Heinz Dechant nicht, der schon im Herbst 46 im Lazarett gelegen hat und jetzt im Sommer 48 wiederkommt, diesmal mit Blinddarmentzündung. Vorsicht, 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 Dechant! Mehr als 10 Tage Lazarett gibt es für so eine Kleinigkeit auf keinen Fall. Aber ich habe meinen Blinddarm los. Wenn mir damit unterwegs was passiert, wo in 1000 Kilometer Entfernung kein Arzt ist, dann habe ich mich umsonst bemüht. Wissen Sie, was das ist? Menschenskind, wie kommen Sie denn zu einer Wehrmacht zu? Das ist ein Kompass, in das Uhrgehäuse eingebaut. 10 Tage lang habe ich dafür mein Kascha hergegeben. Und damit komme ich durch. Sagen Sie, Dechant, erzählen Sie Ihre Absichten eigentlich jedem? Sind Sie, Herr Stabsarzt Dr. Staufer, jeder? Letzten Endes sind es doch nur 3 Leute, die das Zeug im Kreuz haben, um zu fliehen. Der erste sind Sie, der beste Mann, den ich kenne. Ja, vielen Dank für die Blumen. Und dann vielleicht noch Forel. Ja, ja. Wenn er seinen Leichtsinn an die Zügel nimmt. Wissen Sie, mit mir ist schlecht zu rechnen.
Ja, sicher, ich will heim. Ist ein guter Antrieb, aber... Aber bloß heimkommen? Was lohnt sich doch nicht für ein Abenteuer, dem der Tod schon blanko seinen Stempel aufgedrückt hat? Am Heimkommen allein liegt mir nicht. Haben Sie schon einmal einen Menschen richtig gehasst? Haben Sie schon einmal mit einem Menschen abrechnen wollen, der Sie aus reiner Berechnung ins Elend gebracht hat? Ach so. Tja. Hass, Rache, Abrechnung. Tja. Das könnte ein Antrieb sein. Ich muss den Menschen suchen, der mich hierher gebracht hat. Ich weiß nicht, was er ist, was er treibt, wo er steckt. Ich weiß nur seinen Namen. Alfons Matern. Was ich noch sagen wollte. Ah, stopp. Wir haben einen Kranken hier. Der ist ein Narr. Dechant, den wir operiert haben. Wenn dieser Dechant erfährt, dass Matern hier ist und im Lazarett liegt, dann passiert etwas Furchtbares. Я не понимаю. Если Дехант узнает, что Матерн здесь, то он его убьет. Разве меня это касается? Naja, ich wollte es nur gesagt haben. Matern zu verstecken, ist der Russen wegen unmöglich. Aber bei Dechan treten plötzlich Komplikationen auf, unerklärlich nach der einfachen Operation. Und er kann so lange sein Bett nicht verlassen, bis nach Monaten Aljoscha zurück in seinen Stollen kommt und vor ihm sicher ist. Es wird um diese Zeit, Ende 48, viel von Flucht getuschelt. Du brauchst das Brecheisen nur zu halten, Alfons. Schlagen ist für dich noch zu schwer. Er hat allmählich Zeit. Für? Dechant. Bitte nicht von Dechant reden. Man redet eben, der Tag ist lang. Ich glaube, Dechant ist jetzt gesund genug dafür. Ich wünsche ihm, dass er durchkommt. Glaubst du, er wird allein gehen? Wir haben nie ein Wort miteinander gesprochen. Mir würde er zu allerletzt was sagen. Ich bin zu jung dafür, um dass jemand mit mir etwas Ernstes besprechen würde. Dannhorn kommt heute ins Lazarett. Ist er denn krank? Er muss ja ins Lazarett. Die Karte zeichnen für die Hand. Ist doch längst ausgemacht. Ich bitte dich, hör auf. Wenn's nötig ist, werde ich noch mehr reden. Wie meinst du das? Es gibt Mittel, um zu verhindern, dass einer abhaut und seine Kameraden es dann büßen müssen. So meinst du das? So. Dechant. An die Russen verstecken. Nur verhindern! Dass wir alle wieder für ihn büßen müssen. Ja, was machst du denn da? Doch nicht so! Arbeiten! Arbeiten, dass du nicht hören musst, was du redest! Ey, nicht beide schlagen! Guten Abend, Doktor. Ach, da sind Sie ja, Dechant. Kommen Sie.
Die Stück tragen Sie am besten auf dem blanken Leib, und zwar so lange, als Sie mit einer Entdeckung aus Ihren eigenen Reihen rechnen müssen. Die Karte? Ja. Dannhorn kann natürlich für den Maßstab nicht bürgen. Kapitän Schniff. Seine etwas dünn eingezeichneten Flüsse werden im Sommer eine riesige Breite haben. Es kann Ihnen leicht geschehen, dass Sie ans Meer gekommen zu sein glauben, das in Wirklichkeit nur ein Fluss ist. Sie tun dann gut daran zu warten, bis es Winter wird und sein Flusslauf zufriert. Sie sind ja wahnsinnig. Wann soll ich denn dann nach Hause kommen? Darüber werden Sie nicht zu bestimmen haben. Sagen Sie ehrlich, Doktor, Sie glauben nicht mehr daran? Was ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Übrigens noch eins, Dechant. Machen Sie auch Ihren besten Freunden gegenüber nicht die leiseste Andeutung. Sie können nie wissen, wer sich etwa 5 Päckchen Machorka damit verdienen will, dass er Ihr Vorhaben den Russen meldet. An derlei Gemeinheiten bin ich gewöhnt. Durch eine solche Niedertracht bin ich hierher gekommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Alfons Matern, hm? Ein junger Bursche mit Namen Alfons Matern. Jung? Da wissen Sie mehr als ich. Hegelin. Ich kenne keinen Begriff wie. Ein Mann von etwa 30 Jahren mit Namen Hegelin? Na, er lebt nicht mehr. Dieser Hegelin hatte Wind davon bekommen, dass Sie fliehen wollen, dass Dannhorn für Sie eine Karte gezeichnet hat. Und als er andeutete, dass er Ihr Vorhaben den Russen melden würde, fiel ihm ein Stück Stollenplafond von etlichen Zentnern Gewicht ins Kreuz. Könnte sein, dass Sie heimkommen. Hier ist die Adresse seiner Angehörigen. Der Kerl wollte also tatsächlich... Übrigens, die Adresse von Alfons Matern, um Ihnen die Suche zu erleichtern. Ist schade, dass wir Nacht haben, sonst könnte ich Ihnen durchs Fenster deinen Grabplatz zeigen, wo er liegt. Dieser gleiche Alfons Matern ist es gewesen, der den Felsbrocken gelöst hat, um Hegelin mundtot zu machen, damit er sie nicht denunzieren konnte. Matern ist von demselben Felsbrocken gestreift worden und Hegelin bald nachgefolgt dahin über. Der gleiche Alfons Matern? Ja. Wegen des gleichen Heinz Dechant. Der gleiche Kerl, der mich nach Sibirien gebracht hat? Ja. Er hat ihnen die Rache abgenommen. Vielleicht gehen sie nun leichter auf die Reise. Ich weiß nicht, Doktor. Was denn, was denn, was denn? Den Mut verloren, wie? Es geht nicht, fürchte ich. Wahrscheinlich geht's nicht. Wenn Sie es schon selbst sagen. Die Triebfeder abgerissen, wie? Es ist irgendwie sinnlos geworden. Aha! Ihre Intelligenz, durch den Hass kurzgeschlossen, übernimmt die alten Funktionen wieder. Sie wollen nicht mehr! Ist ja nichts mehr da, was Sie daheim zu erledigen hätten. Kein Alfons Matern mehr, den auf die Hörner zu nehmen, Sie ohne weiteres um den halben Erdball gelaufen wären. Und es bleibt Ihnen nichts mehr übrig als die erbärmliche kleine Feigheit, die uns hier alle festhält. Nein, feige bin ich noch nie gewesen. Aber für wen oder was soll ich denn jetzt noch wagen? Wer so hassen konnte wie Sie, mein lieber Dechant, der ist durch und durch voll weicher Stellen. Ja, so sind wir alle. Dies Abenteuer braucht eine ganz andere seelische Konstitution als Ihre und meine. Geist. Geist ist nicht gefragt, nur Instinkt. Nicht ausgewogene Überlegung, sondern traumwandlerische Bedenkenlosigkeit. Deshalb gehe ich auch wieder in den Berg. Forell. Ja.
Wer hat noch den unkomplizierten seelischen Aufbau, wie ihn das sibirische Wagnis braucht? Der hat auch weiche Stellen. Der hat besonders weiche Stellen. Seine Frau, sein Kind. Auf gerade diese Spur muss man ihn setzen. Und dann wird er konsequent dieser Witterung nachgehen. Wenn ihr es durchsteht. Ja, ja, ja. Und wenn nichts passiert. Natürlich passiert was. Oft. Unausweichbar. Und gerade darum muss es einer sein, der gar nicht die Gabe hat, an etwas anderes zu denken, als an die Spur, auf die er gesetzt ist. Einer muss es noch versuchen. Also, Forell. Das ist eine sehr ernste Sache, Forell. So wie damals, bei Matern? Ja. Lungenentzündung. Ach, wenn ich deswegen nicht mehr in den Bleiberg zurück muss, ist mir Lungenentzündung so recht wie jede andere Sache. Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. 45 sind wir verurteilt worden. Jetzt haben wir... Na, 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 Forell. Lässt das Gedächtnis schon nach. Im Sommer 47 ist Willy Borg nicht gestorben. Ja? Im Winter 48 hat Matern den Faltichern zu Ende gebracht. Mhm. 49. Ja, stimmt. 49. Ist aber auch schon unwichtig. Was heißt das schon, wenn ich sie wieder gesund kriege? Wieder Kasematte. Der Bleiberg. Wieder krank werden. Das wiederholt sich doch alles immer schneller. Mund auf. Habe ich auch schon Bleivergiftung, Doktor? Vorläufig fehlt es anderswo. Bleivergiftung führt unfehlbar zum Tode, nicht wahr? Vor allem, wenn man nichts dagegen tun kann. Kann man denn anderswo etwas dagegen tun? Den Schriftsetzern zum Beispiel rät man Berufswechsel an. Berufswechsel? Sie haben Humor, Doktor. Berufswechsel? Einmal haben Sie es doch schon versucht, Forell. Berufswechsel? Sie brauchen uns nicht auch noch zu verspotten, Doktor. Spotten? Nein. Ich hab's hier oben besser als Ihren Berg. Aber ich habe schon hier und da versucht, es einem von euch besser zu machen. Wenn's jedoch ernst wird mit dem Wechsel, hat keiner von euch den Mut. Wozu? Zur Flucht. Flucht, Flucht. Ich bin ja schon mal weg gewesen und Sie haben mich wieder geschnappt. Das war eine Dummheit, aber keine Flucht. Fliehen. Ja, fliehen müsste man. Aber ich bin ja krank. 41 Grad hat der Brasch gemessen. Wenn ich gesund bin, machen Sie mich auch ganz bestimmt wieder gesund, Doktor. Wenn Sie wieder gesund werden wollen, ja. Ich muss ja gesund werden, weil ich ja nach... Nicht laut sagen. Fliehen. Sie dürfen das nicht sagen, Forell, wenn Spinnwebe das hört. Ach, die versteht ja kein Wort Deutsch und weiß ja nicht, was fliehen heißt. Fliehen. Fliehen. So lange fliehen, bis ich daheim bin. Daheim. Das ist ein weiter Weg. Ein weiter Weg, Forell. Ja. So weit, dass du selbst im Fiebertraum erschrecken würdest, wenn du wüsstest, wie weit. Berufswechsel, haben Sie gesagt. Berufswechsel. Ich will heim!